Diese Schienen sind heiß begehrt. Bisher hatte die DB Sylt Shuttle das Monopol auf die äußerst ertragreiche Strecke zwischen Nebel und Westerland. Neben der Sylt-Fähre die einzige Möglichkeit, mit dem PKW, Wohnmobil oder Campinganhänger auf die Insel Sylt zu reisen. Ab Mitte Dezember ändert sich das nun. RDC, ein amerikanisches Bahnunternehmen, wird der direkte Konkurrent des Sylt Shuttles. RDC bekam von der DB Netz AG die begehrten Trassen zugesprochen. 8 tägliche An- und Abfahrten stehen ab Dezember im Fahrplan der RDC. Es gibt also bald einen Wettbewerb auf den Sylter Schienen.